einen absoluten Stinker aufs Parkett gelegt hat. Was ist wahrscheinlicher, dass Anthony Davis so weiter spielt oder Jokic? Aber jetzt kommen wir doch nicht mit Wahrscheinlichkeiten. Natürlich kommen sie mit Wahrscheinlichkeiten. Wir müssen doch projizieren, wohin die Serie geht. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shots Fired. Wieder am Donnerstag heute. Zwei neue Folgen und Leute, vorgegebene Rollenverteilung. Wir haben Bock, heute ein bisschen über die Conference Finals zu debattieren. Und deswegen werden wir hier einmal über Lakers gegen Nuggets debattieren. Und haben zusätzlich noch im Video die Ja Morant Story, wo wir so ein bisschen drüber reden wollen, was es jetzt mit dem neuen Video auf sich hat, wie die NBA da reagieren wird, wie die Grizzlies reagieren wird und was das insgesamt so für Jas weitere Karriere jetzt bedeuten wird. Und bei Siebes sprechen wir über die Eastern Conference Finals, also Heat gegen Celtics. Gibt es auch einiges zu besprechen. Und bei ihm haben wir auch noch ein Easter Egg mit dem Video. Da sprechen wir nämlich über Victor Wembanyama, der ja jetzt zu 99,999% von den San Antonio Spurs gedraftet werden wird, die nämlich die Draft Lottery gestern oder vorgestern gewonnen haben. Wir sind tagesaktuell, Leute. Das heißt, wir haben gerade noch Celtics gegen Heat gesehen. Lohnt sich also auf jeden Fall. Schaut auch gerne bei Siebes vorbei. Bevor wir mit der Debatte anfangen, wollen wir einmal den Gewinner aus der letzten Woche vom League Pass Code Gewinnspiel auslosen. Den seht ihr hier eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Wenn ihr teilnehmen wollt, einfach einen Kommentar unter diesem Video und oder unter Siebes Video schreiben. Instagram-Namen dazu und dann könnt ihr einen NBA League Pass für einen Monat gewinnen. Und wenn der nächste Woche ausgelost wird, dann geht es da wirklich um den letzten Monat der Saison. Also stimmt. Die letzten Conference Finals Games und dann die Finals. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall, Leute. Macht gerne mit, schreibt fleißig Kommentare und Instagram-Namen dazu. Dann wollen wir wie immer ein großes Shoutout geben an unsere Freunde bei Kicks. Wenn ihr mal über unseren Link schaut, kicks.com/shotsfired, dann findet ihr aktuell bei Kicks mehrere Sales. Zum einen einen Jordan Sale, wo ihr viele nice Schuhe auf jeden Fall gerade rabattiert bekommt. Schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Und es gibt nach wie vor den Playoff-Sale. Zum einen die Conference-Teams sind auf einem separaten Reiter und die ganzen ausgeschiedenen Teams, da gibt es sogar noch größere Rabattaktionen. Also lohnt sich gerade auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen, auch immer unter den neuesten Releases. Wenn ihr auf besondere Sneaker wartet, auf besondere Drops, dann hat Kicks da meistens was für euch. Gerne über kicks.com/shotsfired abchecken. Wie immer an der Stelle von uns schöne Grüße und danke an die Freunde bei Kicks. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich reinstarten. Conference Finals Mini-Debatte sozusagen. Wir haben die Lakers und die Nuggets. Ein Spiel ist bisher gespielt. Wie gesagt, wir sind tagesaktuell, nehmen heute auf. Und du bist für die Lakers, dass sie die Serie gewinnen, obwohl sie doch jetzt schon uneinholbar 0-1 zurückliegen. Wie können die Lakers denn jetzt hier noch die Serie gewinnen gegen den besten Spieler der Playoffs in Nikola Jokic? Ja, gebe ich dir. Bester Spieler der Playoffs, Jokic. Absolut beeindruckend, was er spielt. 34 Punkte, 21 Rebounds, 14 Assists, Triple-Double im Schnitt. Es gibt keine Antwort für Nikola Jokic. Danke. Das ist einfach Fakt. Er wird seine Punkte machen, er wird seine Rebounds holen, er wird seine Assists spielen. Der Schlüssel muss sein, dass du alles, was Denver sonst macht, irgendwie ein bisschen limitieren kannst. Jokic zu stoppen, gerade im One-on-One, das wird einfach nicht funktionieren. Die Lakers haben die erste Halbzeit in Spiel 1 komplett verschlafen. Lagen auch im dritten Viertel teilweise noch lange mit 20, 21 Punkten hinten und haben dann doch noch In-Game-Adjustments gemacht und haben Jokic, AD weggenommen von Jokic, haben Rui viel gegen Jokic verteidigen lassen, sodass AD das machen kann, was er am liebsten macht, nämlich unterm Korb so ein bisschen zu roamen und einfach den Korb zu protecten. Das hat sehr gut funktioniert und die Lakers sind wirklich nochmal zurückgekommen, was ich nicht mehr für möglich gehalten hätte, weil die Nuggets einfach so gut aussahen an diesem Tag. Und dann war es am Ende ein 3-Punkte-Spiel. Mhm. Ja, die Lakers mehrfach mit der Chance, noch näher ranzukommen, vielleicht sogar auszugleichen. LeBron mit der einen oder anderen Entscheidung, da den Dreier zu nehmen, habe ich nicht so ganz gefühlt. Aber die Chance war da und das hat mich wirklich beeindruckt. Die Nuggets haben nahezu ein perfektes Spiel gespielt. Sie haben 55% aus dem Feld getroffen, 47% Dreier getroffen, 132 Punkte gemacht. Jetzt wirst du mir gleich sagen, ja gut, das gleiche gilt auch für die Lakers. Die haben nämlich auch 55% getroffen aus dem Feld und 45% von der Dreierlinie. Auch die haben offensiv gut gespielt. Ich glaube aber, dass die Lakers das durchaus reproduzieren können. Ach so, und die Nuggets nicht? Die Nuggets natürlich auch. Also es wird in dieser Serie keine Blowouts geben und die Lakers werden die Nuggets zu Hause sicherlich nicht so dominieren, wie sie die Grizzlies oder auch teilweise die Warriors dominiert haben. Es werden alles, glaube ich, enge Spiele, in der Regel eher Highscoring. Aber ich glaube, dass die Lakers
ein paar Dinge entdeckt haben, die funktionieren können. Sicherlich haben die Nuggets auch nochmal Twists and Turns und können da auch nochmal adjusten. Aber ich glaube, die Lakers werden mit einem Sense of Urgency in Spiel 2 gehen. Sie werden dieses Adjustment machen. Ich glaube, sie werden auch nicht mehr mit dieser Dreiguard-Lineup gehen am Anfang mit Schröder, Reeves und D'Lo, weil sie einfach gekillt wurden, auch im offensiven Glas. Und sie haben ja die Größe. Sie wurden so ein bisschen von den Warriors dahin gedrängt, kleiner zu gehen. Und das hat super funktioniert. Also Dennis Schröder war ja unfassbar big in der Serie. Aber jetzt spielst du halt wieder gegen einen ganz anderen Gegner und du brauchst halt jetzt wieder Länge. Die Lakers haben die Länge. Vielleicht geht Vanderbilt zurück in die Starting-Lineup. Vielleicht startet Rui. Ich bin gespannt, was die Lakers machen. Aber ich glaube, die Adjustments sind da. Jokic wirst du nicht stoppen können, aber du wirst das limitieren können, was der Rest des Teams macht. AD gegen Gordon hat mir gefallen. Gordon im Dunker-Spot macht es nur eng für die Nuggets, ist von außen nicht wirklich eine Gefahr. Vielleicht sieht man mehr Jeff Green, ich weiß es nicht, aber die Lakers sind da. Die Lakers sind da, das haben sie in Spiel 2 gezeigt. Anthony Davis ist nicht zu stoppen. Ist definitiv nicht zu stoppen offensiv. LeBron James hat ein solides LeBron-James-Spiel gemacht mit 26, 12 und 9. Ich glaube, auch da haben wir noch den nächsten Gang. Und deswegen mache ich mir keine Sorgen, was die Lakers angeht in dieser Serie. Es werden wahrscheinlich 6 oder 7 Spiele, aber am Ende gehe ich doch nochmal mit dem King und glaube an die LA Lakers. Okay, also wir halten fest, im dritten Viertel hast du an deine Mannschaft, die jetzt die Serie gewinnen soll, gar nicht mehr geglaubt. Im vierten Viertel hast du die Crunch-Time-Decisions nicht so wirklich gefühlt. Jetzt kommst du mir mit 30 Adjustments, die die Lakers treffen werden, was am Ende alles nur darauf hinausläuft, ey, wir haben den Code geknackt, wir verteidigen jetzt Jokic mit Rui Hachimura, das ist jetzt unsere Defense, und dann können wir mit Anthony Davis unterm Korb, nämlich Herbstzeit, spielen. Das geht genau ein Viertel auf. Das ging jetzt ein Viertel auf in Game 1. In Game 2 werden die anfangen, Aaron Gordon nach draußen zu stellen, werden die anfangen, oben Pick and Roll zu laufen, während AD dann da hochlaufen muss, spielen sie unten den Ball runter, AD geht 1 gegen 1 gegen Rui. Dieses Adjustment ist nicht das Nonplusultra. Okay, kurze Zwischenfrage. Genau das haben die Warriors ja ab Spiel 2 auch gemacht. Hatten die Lakers nicht auch wieder Antworten drauf? Oder haben die Warriors die Serie dann bis zum Ende dominiert und gewonnen? Also ich weiß gerade nicht, welches Adjustment meinst du? Dass du AD rausziehst. Nein, es geht darum, dass du gesagt hast, ja, sie werden jetzt einfach AD aus der Zone rausziehen und dann ist das Problem auch vom Tisch. Mhm. Das haben die Warriors ja auch probiert. Und die Lakers wissen ja auch, dass das kommen wird. Das ist eine völlig andere Spielweise. Nein, aber ich will nur sagen, dass es nicht so einfach ist, dass man jetzt dieses eine Lakers-Adjustment einmal countern muss und dann ist das Thema vom Tisch. Nee, aber Kevon Looney ist auch Nikola Jokic. Also wir sprechen hier von völlig anderen Teams. Die Nuggets sind, ich habe es mir aufgeschrieben, die Nuggets sind, haben das höhere Offensivrating, haben das bessere Netrating, treffen den Dreier besser und hochprozentiger, gehen öfter an die Freiwurf, nee, sorry, das machen die Lakers, sie gehen öfter an die Freiwurflinie, okay. Nuggets holen mehr Offensivrebounds, hast du auch nochmal aufgezeigt, auch in diesem Spiel plus 17 insgesamt das Rebound-Verhältnis für die Nuggets, also da sehen die Lakers ziemlich alt aus. Assists gehen an die Nuggets, Turnover haben sie die wenigsten und Steals gehen auch an die Nuggets. Mhm. Also die meisten Statistiken gehen hier an die Nuggets. Mhm. Die Lakers haben sicherlich auch ihre Vorteile, unter anderem die beste Defense. Aber was bringt dir die beste Defense, wenn die Nuggets dich von allen Positionen abschießen? Denn sie können aus dem Midrange scoren, sie können von der Dreierlinie scoren und sie können sogar gegen deinen besten Verteidiger unterm Korb machen, was sie wollen. 34 Punkte, 21 Rebounds, 14 Assists. Mhm. Ja, hervorragend. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und dazu dann die Roleplayer, die funktioniert haben, die vor allem zu Hause gut treffen. Zu Hause der Heimvorteil von den Nuggets. Sie sind auf der hohen Altitude. Sie haben diese dünne Luft. Sie haben da den Heimvorteil. Die Lakers werden jechzen und nach Luft schnappen, wenn sie dann in Game 7 da plötzlich stehen. Also sorry, es spricht einfach zu viel für die Nuggets. Wie oft sagen wir, die Playoffs werden von Stars gewonnen? Ja. Die Playoffs. Und wer hat den besten Spieler der Serie? Bislang die Nuggets. Und wer hat das bessere Duo? Wer hat das bessere Star-Duo? Gewinnen die Duos oder gewinnt der beste Spieler? Wahrscheinlich eher die Duos. Weiß ich nicht. Wer hat das bessere Star-Duo? Das bessere Star-Duo? Du hast mir gerade bei einem Draft Jamal Murray angedreht und hast gesagt, Jamal Murray wäre so stark. Ich habe gesagt, nein, sorry. Wir haben eine Debatte gemacht. Wie du jetzt reachen musst nach irgendwelchen... Nein, es ging darum, sorry, jetzt muss ich hier kurz ausholen. Es ging darum, ob Jimmy oder Jokic den besseren Supporting Cast hat. Da habe ich gesagt, ich Jokic sage dir, Bam gibt dir bisher mehr... Und Jamal Murray ist das Gleiche, das hebt sich auf. Okay, beantworte mir doch trotzdem einfach die Frage. Besseres Star-Duo, LeBron und AD oder Jokic und Murray? Murray ist ein bisschen inkonstanter. Ja.
ja, mhm. kann aber Wahnsinnsleistungen auflegen. Mhm. Kann 40 machen. Oh, mein Stuhl. Siehst du, hat mich hier direkt den Boden unter den Füßen weggerissen, dein Take. Mein defensiv Take, auch, dass Murray gut scoren defensiv kann. Defensiv auch? Komm, nee, defensiv nicht. Tanz nicht drumherum. Besseres Duo, LeBron und AD oder Jokic und Murray? Ich gebe es vielleicht LeBron und AD, aber ich sage, danke. Ja, aber wer ist der beste Spieler? Jokic von mir aus. Okay. Aber ganz, ganz kurz. Aber wenn ich die beste Offense habe, wenn ich besser rebounde, wenn ich fast in jeder Kategorie besser bin und den besten Spieler habe. Aber ganz kurz, bitte. Ja, Jokic hat ein herausragendes Spiel gemacht. Ja. Wir müssen aber jetzt auch nicht so tun, als ob Anthony Davis mit 40 Punkten, 10 Rebounds, 3 Assists, 3 Steals und 2 Blocks einen absoluten Stinker aufs Parkett gelegt hat. Was ist wahrscheinlicher, dass Anthony Davis so weiter spielt oder Jokic? Aber jetzt kommen wir doch nicht mit Wahrscheinlichkeiten. Natürlich kommen sie mit Wahrscheinlichkeiten. Wir müssen doch projizieren, wohin die Serie geht. Ja, wir haben dieses eine Spiel bisher gesehen. Ja. Kann ich dich genauso fragen. Was ist wahrscheinlicher? Nee. Was ist wahrscheinlicher, dass LeBron James ein Spiel hat, in dem er 10 Punkte macht, oder dass Jamal Murray ein Spiel hat, in dem er 10 Punkte macht? Das kannst du mich gerne fragen. Wir müssen davon ausgehen, von dem, was wir bisher in den Playoffs gesehen haben. Und da weiß ich, dass die Leistung, die ich von Jokic in Game 1 gesehen habe, konstanter ist als die Leistung, die ich jetzt von AD gesehen habe. Weil AD hat mir noch nicht viele 40 und 10 Games gegeben. Jokic gibt mir schon die gesamten Playoffs ein Triple-Double. Dann sag mir doch bitte, welches Team die schlechteste Low-Post-Defense stellt, die Anthony Davis in diesen Playoffs gesehen hat. Waren es die Grizzlies mit dem Defensive Player of the Year, Jaren Jackson Jr.? Waren es die Warriors mit Draymond Green und Kevon Looney? Oder sind es vielleicht die Nuggets, die niemanden auf Big haben, nach Jokic, der bekanntlich kein elitärer Verteidiger ist. Das ist disrespectful gegen Jeff Green und DeAndre Jordan. DeAndre Jordan und Thomas Bryant. Thomas Bryant, der von den Lakers weg wollte, weil er nicht genug Spielanteile bekommen hat und jetzt DNPs sammelt bei den Nuggets. Also nochmal, was ist die schlechteste Low-Post-Defense, die die Lakers in den Playoffs gefaced haben? Die Nuggets. Ja, danke. Wer ist schlechter im offensiven Rebounding? Die Lakers. Wer ist schlechter in den Assists? Die Lakers. Wer trifft den Dreier schlechter? Die Lakers. Wer hat ein schlechteres Offensivrating? Die Lakers. Das Spiel kann ich auch spielen. Und wenn jetzt in den Kommentaren viel steht, ey, Siebes hat recht, weil die Lakers, das ist nur, weil es viel mehr Lakers-Fans gibt als Nuggets-Fans. Natürlich. Das liegt an meinen herausragenden Argumenten. Bestimmt. Bestimmt. Okay, ey Leute, also wir haben bisher ein Game gesehen. Wir wollen die Debatte auch nicht zu groß machen, deswegen haben wir extra ein zweites Thema heute mitgebracht, weil wir es jetzt auch nicht übertreiben wollen mit den Hot Takes. So, beide Teams sind stark, beide Teams sind da auch verdient. Und ich glaube, wir sagen beide, die Serie wird extrem knapp. Haben wir auch bei Undrafted drüber geredet. Das droppt morgen übrigens auf dem NBA Europe-Kanal, wenn ihr reinschauen wollt. Wir wollen jetzt, nachdem wir die Debatte gemacht haben, noch so ein bisschen über Ja Morant reden. Mhm. Das werden wir in deinem Video dann auch machen. Bei dir geht es danach um Wembanyama. Das sind so die zwei größten Player-Stories, die es halt gerade gibt. Und ja, bei Ja Morant ist wieder ein neues Video aufgetaucht, was ihn wieder mal mit einer Waffe zeigt in einem Auto. An sich ist da nichts Verbotenes daran, aber ist natürlich nicht der beste Look für ihn, wenn man bedenkt, was die letzten paar Monate bei ihm passiert ist. Und ich habe jetzt erstmal die Timeline für uns alle gebracht, damit wir alle auf dem aktuellen Stand sind, was eigentlich bei Ja Morant abgegangen ist. Ich lese mal vor. 22. Juli 2022, also letzten Sommer. Ja geht begleitet von 8 oder 9 Freunden in einem Mall, wo seine Mutter wohl mit dem Kundenservice da vor Ort nicht zufrieden war und bedroht den Security oder mehrere Securities. Als nächstes am 26. Juni, Ja schlägt einen 17-jährigen Jungen, weil es zum Streit kommt bei einem Basketballspiel in Ja Morants Haus. Danach geht Morant auch in sein Haus, holt eine Waffe, steckt sich die in den Hosenbund und hält die an der Hand, während er weiterhin mit dem Jungen diskutiert oder sich streitet. Die Polizei ermittelt in dem Fall noch. 22. September. Ja und seine Freunde sind am Highschool-Volleyballspiel von Jas Schwester, als plötzlich ein Fight ausbricht und Ja und seine Freunde involviert sind. Einer von Jas Freunden soll ein Handy aus der Hand von einer Schülerin geschlagen haben. Ja sagt, er hätte hier nur seine Schwester verteidigen wollen. 29. Januar 2023. Jetzt sind wir in diesem Jahr. Das ist der Pacers-Vorfall. Ja und seine Freunde sind bei einem Pacers-Spiel, verlassen danach die Halle und dann kommt es zu der Situation, dass auf einige Pacers-Mitarbeiter mit einem Laserpointer gezeigt wird. Die
Pacers-Mitarbeiter sagen, ey, das war möglicherweise eine Waffe. Die NBA hat eine Untersuchung gemacht, es wurde keine Waffe gefunden. Trotzdem haben sich die Pacers-Mitarbeiter bedroht gefühlt. Dann 4. März, das ist das, was ihr jetzt schon alle kennt. Ja geht live auf Instagram, flext dort mit einer Waffe und zeigt dabei auch noch nebenbei, dass er in einem Stripclub ist. Ist im Hintergrund auch noch eine Stripperin oben ohne. Zeigt das auf seinem Instagram vor hunderttausenden minderjährigen Fans. Bekommt dafür 8 Spiele Sperre und muss zu einem Besserungsprogramm für ein paar Tage. Hat danach ein großes Jalen Rose Interview, wo er sich entschuldigt und wo er beteuert, dass er sich bessern wird. Geht dann in die Playoffs, spielt auch gute Playoffs, verletzt sich nochmal an der Hand, aber in den Playoffs bekommen wir eigentlich nichts mit. Und jetzt, 14. Mai, vor ein paar Tagen, geht diesmal live auf dem Insta-Kanal von seinem Freund. Sein Freund filmt das Ganze und Ja ist für eine halbe Sekunde, jetzt nicht mega lang, aber lang genug, mit einer Waffe wieder zu sehen. Daraufhin haben die Grizzlies ihn jetzt von allen Grizzlies-Aktivitäten gesperrt, was irgendwie ein bisschen sinnlos ist in der Offseason, aber okay. Die NBA ermittelt auch wieder. Adam Silver setzt sich mit ihm hin, spricht mit ihm. Und ja, er hat keine Gesetze verletzt, aber er hat halt wieder NBA-Richtlinien versetzt. Und man fragt sich so ein bisschen, wann setzt denn der Punkt ein jetzt, wo bei ihm die Lernkurve mal anfängt? Weil, also damit hat sicherlich keiner gerechnet, dass wir nochmal so ein Video bekommen, oder? Nee, überhaupt nicht. Also habe ich wirklich nicht mit gerechnet, war auch extrem überrascht, als ich es an dem Morgen dann gelesen habe. Erstmal musste ich ein bisschen schmunzeln, als dann hieß, ja, die Grizzlies haben ihn von allen Teamaktivitäten suspendiert. Dachte mir, wow, jetzt darf er nicht mit Steven Adams in Cancun Beachvolleyball spielen oder was gibt's aktuell für Teamaktivitäten? Also ja, es ist einfach frustrierend, weil es so unnötig ist. Es gibt natürlich jetzt wieder eine Riesendebatte und es gibt, glaube ich, so zwei Extrempositionen. Die einen wollen da direkt mit dem Sledgehammer kommen und sagen, sperrt den das ganze Jahr, sperrt den 40 Spiele, Adam Silver, der sollte nie wieder ein NBA-Parkett betreten, mach mal was. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, ja, der hat doch kein Gesetz gebrochen, lass ihn das doch machen, das ist seine Freizeit, man darf da nun mal eine Waffe führen und dann ist das so, da darf man ihn nicht für bestrafen. Und ich finde, die Wahrheit liegt da irgendwie so in der Mitte. Was einfach auch mit der Vorgeschichte zu tun hat. Ja, von mir aus, wenn du meinst, du musst eine Waffe mit dir führen, weil du dich dann sicherer fühlst oder weil es irgendwie gerade so ein Ding ist bei euch, dann ist das deine private Entscheidung, die muss man nicht gut finden, die muss man nicht feiern, aber das ist dann... Ja, ist nun mal leider dann dein gutes Recht. Aber mit dieser Vorgeschichte, ja, und auch mit dem Wissen, was es beim letzten Mal ausgelöst hat, kannst du das einfach nicht nochmal machen, weil du damit auch alles ab absurdum stellst, was du im Nachgang dieses ersten Vorfalls gemacht hast. Dein Counseling, dein Interview. Ich habe mich gebessert, ich möchte bessere Entscheidungen treffen, ich merke, dass ich Fortschritte mache. Das war ja jetzt offensichtlich alles Show, Fassade, gelogen und damit machst du dich unglaubwürdig und du bringst einfach auch die Grizzlies und die NBA in eine Situation, in der sie gar keine Wahl haben. Also du kannst als NBA jetzt nicht sagen, ja gut, ihr habt ja recht, es ist ja erlaubt, wir können jetzt nichts machen, weil du hast diese Vorgeschichte, du hast ihn suspendiert, er hat sein Counseling gemacht, er hat gesagt, er bessert sich und er hat sich nicht gebessert. Das heißt, eigentlich gibt es keine andere Option, als dass es jetzt eine härtere Strafe gibt. Oder? Okay. Also sehe ich in meinen Augen nicht. Ich weiß es nicht, weil an sich hat er nichts Verbotenes gemacht, um wirklich diesen Standpunkt mal zu vertreten. Er hat ja jetzt nichts gemacht, außer gegen die Richtlinien der NBA zu verstoßen. Ja. Und da kannst du ihn jetzt eigentlich nicht groß 10 Spiele dafür sperren. Mhm. Ich habe im Podcast gesagt, das sind vielleicht 5 Spiele, weil was ist die Grundlage für die Sperre? Was du natürlich sagen kannst, ist jetzt zum Counter dazu wieder, er hat keine Gesetze gebrochen. Ja, aber er repräsentiert und glorifiziert halt natürlich gerade ein Image mit dieser Waffe, sowieso in der Gegend, in Memphis, wo die ein Riesenproblem haben mit Waffen und unter Jugendlichen. Und da er als eine der wenigen Vorzeigefiguren, die diese Stadt auch hat und repräsentiert, dass er dann sich genau diesem Image bedient und mit Waffe flext, er kann das natürlich auch von einem Safe-Spot irgendwo aus machen, aber für andere Jungs ist das jeden Tag die Realität und tausende Jungs in Amerika ist leider so, sterben genau wegen diesem Image und sterben genau wegen diesen Waffen. Und da ist es halt einfach kein guter Look. Aber ich frage mich so ein bisschen, was soll Adam Silver sagen? Wir sperren dich jetzt 30 Spiele, weil uns gefällt nicht, was du in deiner Freizeit machst. Er hat keine Gesetze gebrochen. Er hat keine Gesetze gebrochen, nein, aber er hat eben diese Vorbildfunktion. Und wie du richtig sagst, er beeinflusst eben Millionen von Menschen. Und ja, es ist super schwierig, weil ja, einerseits stimmt es, er hat kein Gesetz gebrochen und es ist ja nun mal in Amerika so, dass du das Recht hast, dich selbst zu verteidigen, dich selbst zu schützen. Und das hat da ja auch einen riesengroßen Stellenwert. Das ist ja extrem verankert in Amerika und das ist für viele Leute dann ein sehr bedeutendes Recht. Ja, ein Grundrecht. Ein Grundrecht, genau. Ja. Und das
ist nun mal so in diesem Land verankert, aber es ist immer noch ein Unterschied, finde ich, ob du sagst, okay, ich muss mich aus dem und dem Grund schützen, deswegen besitze ich eine Waffe, das ist mein Recht und ich fühle mich so sicherer, oder ob du einfach mit Waffen rumflext und sagst, ey, das ist so nice, hier durch die Straßen zu fahren und guck mal meine geile Waffe, das solltet ihr auch tun. Das ist halt einfach eine andere Message. Da geht's nicht um dieses Grundrecht, und das kann man finden, wie man möchte. Da geht's nicht um dieses Grundrecht, sich zu verteidigen. Da geht's darum, es ist einfach cool, es ist nice, es ist geil, eine Waffe mit sich rumzutragen und durch die Gegend zu fahren und damit vielleicht Scheiße anzustellen. Und das ist das Problem. Das ist die Botschaft, die du einfach als NBA-Superstar nicht vermitteln darfst. Und ja, es ist eine super schwierige Situation, weil ich bin da auch bei. Wo ist die Rechtfertigung jetzt zu sagen, du bist 30 Spiele raus? Mhm. Auf der anderen Seite, was ist der Look, wenn du sagst, ja gut, wir können nichts machen. Ja, you go, Ja, mach weiter so und wir sehen uns am ersten Spieltag. Ja, also zwei Punkte noch dazu. Zum einen, NBA-Spieler haben immer schon eine Historie mit Waffen gehabt, und gerade auch so in der Zeit, als wir zur NBA gekommen sind, so um die 2000er, wenn du dir da die Stories anhörst von einem Gilbert Arenas, nicht nur in der NBA, sondern auch abseits davon oder von den damaligen Pacers-Spielern oder so, wenn die mal in einem Podcast sind, die erzählen immer von irgendwelchen Situationen, wo sie alle bewaffnet waren, wo es Schlägereien gab, wo dies war. Aber zum einen kam davon damals relativ wenig raus, und zum anderen gab es halt nicht diese Bilder, diese Instant-Live-Bilder und vor allem dieses Geflexe nicht. Und das war halt jetzt zweimal von Ja, dass er sich halt wirklich bewusst mit der Waffe zeigt und da irgendwo eine Kamera flext, um dieses Image zu bedienen. Eine Sache noch, über die, finde ich, gar nicht so viel wirklich geredet wird. Ich finde, Ja macht sich hier auch wahnsinnig angreifbar. Natürlich dann, um in solchen Situationen vielleicht auch mal an die falschen Leute zu geraten. Mhm. Weil du kannst so lange bei Instagram auf hart machen, bis mal wirklich harte Typen um die Ecke kommen und die dir nicht wohlgesonnen sind und die sagen, ey, wir testen das jetzt mal. Mhm. Ey, dieser Ja flext immer so, der tut immer so, er wäre der Krasseste. Überleg mal, wie viele Rapper in den letzten Jahren leider ermordet wurde, erschossen wurden. Meistens bei einem bewaffneten Raubüberfall. Meistens, weil sie davor entweder ihre Diamanten oder ihre Pistolen gezeigt haben. Auf keinen Fall wünsche ich mir, dass das passiert. Und ich hoffe, das passiert niemals. Aber du machst dich halt auch in dem Bereich angreifbar. Und ich finde auch das so ein bisschen schwachsinnig. Warum geht Ja Morant überhaupt irgendwo live? Warum muss gerade in den USA, wo es so viel Waffengewalt gibt, wo es so viel Raubüberfälle gibt, da würde ich mich als junger Multimillionär, egal wo ich bin, ich würde nicht anfangen, live zu gehen und zu zeigen, guck mal, wie krass ich bin. Ja, und auch das Umfeld ist einfach so ein bisschen besorgniserregend. Weil wenn du wirklich ein Freund bist, dann ist es eigentlich deine Aufgabe zu sagen, ey, lass das Ding zu Hause, oder wenn du das Ding mitnehmen musst, aus welchem Grund auch immer, Dann lass das Handy zu Hause. Ja, oder es war ja diesmal jemand anders. Der Kumpel, ja. Dann gehst du halt nicht live. Also dann ist dir doch dein Homie komplett egal, wenn du weißt, was das letzte Mal für Konsequenzen hatte, und du wieder weißt, er hat eine Waffe in der Hand, ich filme ihn jetzt. Mhm. Also was sind das auch für Freunde? Was ist das für ein Umfeld? Das sind in meinen Augen keine wahren Freunde. Und das ist halt auch super besorgniserregend, dass da einfach scheinbar Leute sind, die ihn eher empowern, dass es einfach so viele Ja-Sager um ihn herum sind und niemand, der wirklich sagt, ey, mir geht's um dein Wohlergehen und deine Zukunft, mach das mal lieber so und so. Ja, ist schwierig, weil du kannst natürlich die Freunde zum einen nicht einschätzen. Die Freunde sind halt nicht diejenigen, die hunderte Millionen verlieren können. Ja, hat schon eine Menge verdient, aber ganz ehrlich, also Nike und seine anderen Sponsoren, die werden da gerade nicht mit einem freudigen Auge drauf gucken und sagen, boah geil, Ja geht's viral bei Social. So, das wollen die gar nicht. Und die hatten gerade erst die ganze Situation mit Kyrie, haben ihn gedroppt, haben dann Ja so als neuen Star auserkoren, haben ihm den Signature-Schuh gegeben, und jetzt kommt er um die Ecke und stellt das plötzlich in Frage. Also ja, das ist auch von den Sponsoren her interessant. Mhm. Bin ich mal gespannt, ob da irgendwas rauskommen wird. Ja, der hat ja schon 40 Millionen verloren, dadurch, dass er jetzt keinen Supermax mehr bekommen kann. Genau, ne? Das ist das nächste Thema. Aber da denke ich mir immer so, ey, wenn ich Ja Morant bin, diese 40 Millionen, das ist für uns wahrscheinlich ein paar Tausend im Jahr. Ja, das aber so auch, denken... Das ist trotzdem Geld, genau. Aber das sind trotzdem für Ja Morant, wenn du ein paar hundert Millionen hast, schon safe. Ich weiß nicht, ob du dich dann schlaflose Nächte hast, weil du 40 Millionen auf die nächsten 5 Jahre verlierst. Aber es ist auch immer viel Prestige. Also gerade diese Superstars, die wollen alle den Supermax haben. Das wird auch untereinander verglichen, und da gibt es Konkurrenzkampf. Du willst schon diesen Supermax. Das mit in der Umkleide? Du willst schon, diesen Supermax haben. Also das ist gerade im Vergleich mit den anderen Stars. Also doch, ich glaube schon, dass es wehgetan hat. Okay, finaler Call. Was denkst du, was die NBA jetzt machen würde oder die Grizzlies? Wie geht's für Ja jetzt aus? Ich glaube, die NBA
wird sich gezwungen sehen, eine härtere Strafe auszusprechen als beim letzten Mal. Okay, letztes Mal waren es 8. Ja, die Strafe wird aber nicht so hart sein, wie es jetzt von den Leuten gefordert wird, die sagen 40 Spiele, ganze Saison und so weiter. Also ich glaube, es ist irgendwie ein Mittelweg, der eingeschlagen wird. Vielleicht sind es 15 Spiele, irgendwas in dem Bereich. Und er wird nicht so leicht damit davonkommen, nochmal ein Jalen Rose-Interview zu machen und sagen, ja, ich war da übrigens gestern bei so einem Counseling-Kurs, war richtig cool. Ja. Ne? Okay, also ich sag, wir gehen nicht so hoch, ich sage, es sind 5 bis 10, okay, weil ich einfach die Grundlage nicht sehe, weil er hat nichts Verbotenes gemacht und es bringt die NBA in komisches Licht, wenn sie gerade in dieser Waffendebatte in den USA, das spaltet ja wirklich, das bekommst du auch mit in den Talkshows, das spaltet richtig und ich kann mir nicht vorstellen, dass die NBA da jetzt einen riesen Stance gegen Waffen macht, deswegen ich sag 5 Spiele vielleicht, 5 bis 10 maximal. Okay. Aber ja, wir sind gespannt. Mal gucken. Wir wollten das jetzt so ein bisschen für euch einordnen. Das ist natürlich ein schwieriges Thema. Wir hoffen, wir haben das angemessen gemacht. Schreibt gerne auch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut bei Siebes vorbei. Da tippen wir einmal die Eastern Conference Finals, diskutieren und debattieren da so ein bisschen und sprechen auch über Victor Wembanyama, der jetzt von den Spurs gepickt werden wird an 1, was das für ihn bedeutet, für seine Karriere, für die Spurs auch. Das wollen wir uns da anschauen. Schaut gerne rein. Ansonsten sind wir jetzt raus. Danke euch fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Ciao.